finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern kann. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen, für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Hamilton, Sergio Perez und Sainz, Ocon, Fernando Alonso, Norris und Valtteri Bottas, Gasly, Ricciardo, Kevin Magnussen und Vettel, Joe, Tsunoda, Mick Schumacher und Alexander Albon, Stroll und Nicolas Latifi. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern.
gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. So die Kurven schneidet, kommt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
Rennleitung hat das Safety Car rausgeschickt, weil mehrere Autos auf der Strecke zum Stehen gekommen sind. Pass auf dein Delta auf. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box.
kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position.
mit dem Benzin noch auf.
Du hast es geschafft. Sehr gut. Das war der Sieg hier in Shanghai. Und was für einer. Ein unglaublicher Grand Prix. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht. Das war unglaublich. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.